Heute ist es wieder soweit. Wir holen uns Inspirationen dazu, was wir in unseren Wohnungen und Häusern und vor allem Gärten alles automatisieren können. Wir gucken, was ihr so im Garten macht, was sich sonst so für den Urlaub automatisieren lässt, denn das ist heute die Urlaubsfolge. Ihr seht es an meinem Outfit und ich würde sagen, ich mache sogar noch einen Knopf auf. Oder auch nicht. Vor allem nutze ich natürlich eure Einsendung, um dieses Video voll zu bekommen, damit ich es veröffentlichen kann, wenn ich vielleicht mal im Urlaub die Füße hochlegen möchte. Es ist quasi eine doppelte Urlaubsfolge. Oder so. Vom Wasserfass über alternative Bewässerung zu Hasen und Paketkästen. Und jede gezeigte Automation bekommt wie immer einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Und ich kann eine Woche vorarbeiten, weil ich einfach eure Arbeit nutze. Menschen-Tiere-Automation, Ausgabe 20. Los geht's mit Dennis und der hat uns eine Gartenbewässerung und Automation geschickt. Was gibt es mehr für den Urlaub geeignetes als das? Wasser kommt ja zurzeit nicht mehr genügend vom Himmel, also habe ich einen Brunnen gebohrt und hole es aus der Erde. In der noch nicht fertigen Brunnenstube befindet sich ein Gardena Hauswasserautomat, der im Standby läuft. Brunnenstube? Ist das das Wort, das ich hätte googeln müssen, um rauszufinden, ob es sowas fertig zu kaufen gibt? Und sobald Wasser gefordert wird, springt dieser um und fängt an zu pumpen, also fördert Wasser aus dem Brunnen nach oben. Die Pumpe ist mittlerweile bei mir seit über 3 Jahren im Einsatz und wirklich ein gutes Teil, sofern man dran denkt, die im Winter auch reinzuholen und somit vor Frost zu schützen. Was soll das denn jetzt? Ist das eine Spitze gegen mich? Nur weil ich das vielleicht im letzten Jahr nicht ganz gemacht habe und die vielleicht erst beim zweiten Frost reingeholt habe? Dieses Jahr ist auf jeden Fall die Pumpe kaputt. Hier sind wir jetzt beim Herzstück meiner Automation angelangt, und zwar einem Hunter-Magnetventil. Das wird wiederum über ein Shelly 1 gesteuert. Da der Brunnen aktuell leider noch nicht tief genug gebohrt ist, liefert er nur 150 bis 170 Liter Wasser und es dauert 2 Stunden etwa, bis er wieder vollgelaufen ist und ich wieder Wasser entnehmen kann. Sobald das Magnetventil öffnet, wird das Brunnenwasser durch den Hauswasserautomat hochgepumpt und in 3 IBC-Containern, also insgesamt 3000 Litern, gespeichert. In der Shelly-App habe ich hierfür eine Automation erstellt, die das Hunter-Magnetventil für jeweils 10 Minuten öffnet. Das Ganze alle 3 Stunden, also insgesamt 8 Zyklen pro Tag, und pro Zyklus kann ich 120 bis 150 Liter Wasser entnehmen, komme dann in 3 Tagen auf etwa 3000 Liter. Um ein versehentliches Überlaufen der Tanks zu verhindern, befindet sich in einem der Tanks ein Schwimmerschalter, der bei maximaler Füllung die Verbindung zwischen Shelly und Magnetventil kappt. Solange der Brunnen nicht durchgängig Wasser liefert oder es wieder mehr regnet, war das für mich eine relativ einfache Variante, um auch in längeren Hitzeperioden den Garten mit genügend Wasser zu versorgen. Das, was du gemacht hast, ist ja ganz cool und von der Idee ganz interessant auch für mich, weil ich ja in Zukunft von meinem unendlichen Grundwasserbrunnen offenbar auf einen Zisternen-Lifestyle umstellen werde oder müssen werde. Und das erfordert ja ein bisschen Umdenken und du scheinst ja auch deinen nicht ganz so tiefen Brunnen zu nutzen, um quasi deinen Puffer voll zu machen. Jetzt wäre natürlich ganz spannend zu wissen, wie viel du so für einen Tag Bewässerung brauchst, wenn du jetzt 3000 Liter da hast. Aber das ist vielleicht auch nur, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Und du trennst die Verbindung vom Shelly zum Ventil. Das heißt, du brauchst nochmal irgendwie einen Aktor dazwischen, wenn ich deine Aussage gerade richtig verstanden habe. Also das ist deine Methode, um dich vor dem Überlaufen zu schützen. Und ja gut, das ist vielleicht die solidere Trennung, ne? Also du könntest natürlich auch statt die Automation, wann das läuft, in der Shelly-App zu planen, das Ganze in irgendwas Dynamischeren machen, der Home Assistant zum Beispiel, und dann einfach die Automation an den Tagen aussetzen oder dem Shelly den Impuls geben, sobald der letzte Tank voll ist. Aber wahrscheinlich ist es Geschmackssache, was dir lieber ist. Das Ganze mit weniger Aktoren und ein bisschen mehr Software oder ein bisschen weniger Software. Und dafür ist hart vorbei, weil es dann keine Verbindung mehr zum Ventil gibt. So, der Green hat mir Alexa für seine Motormarkise geschickt. Hallo Andreas, wir haben hier auf unserem Balkon diese Markise. Die lässt sich mit so einem Garagentoröffner ausfahren. Ist das nicht ein Markisentoröffner? Ziemlich lang geht das, eine ganze Nummer. Angeber. Und auch wieder anhalten und auch wieder einfahren. Ganz einfache Sache. Mhm. Ich kann folgen. Das Problem an dem Ding ist, dass es natürlich nur diese eine Fernbedienung gibt. Und die liegt mal unterm Sofa, mal ist sie draußen, mal ist sie drinne. Deswegen habe ich mir folgende Lösung überlegt. Die Fernbedienung hier sendet auf 433 MHz und ich habe
ungefähr mit dieser Konstruktion. Das ist so ein Arduino-Bastel-Kit, 433 MHz-Empfänger. Ist das eine genau auf die Frequenz abgestimmte Antenne, die du da hingewickelt hast? Mit Strom habe ich noch dran gemacht. Einfach das Signal als Audio abgehört und am PC mit Audacity mir angeschaut. Was hast du gemacht? Wie die einzelnen Bits aussehen. Und das dann mit dem Arduino auf einen ESP8266 mit dieser Fauxmo Library als Alexa-Switch eingerichtet. Und tatsächlich hängt jetzt einfach hier mein ESP8266 mit diesem 433 MHz-Sender und Antenne einfach lustig im Raum rum. Das kann man vielleicht auch nochmal schön machen. Und meine Markise funktioniert jetzt auch über Alexa. Computer, Markise an. Computer, Markise aus. Computer, Markise aus. Genau, und das Ganze kann jetzt natürlich auch hier über meinen Home Assistant abhängig von der Helligkeit und Tageszeit gesteuert werden mit anderen Sensoren, dass die Markise bei Regen auch vorher einfährt. So ist es mir egal, wo die Fernbedienung gerade rumliegt. Ich kann es ja immer per Stimme steuern. Ich weiß nicht wieso, aber die Umwandlung der Impulse in Audiosignale, die du reverse engineerst, um sie dann wieder selbst zurückzugeben, macht irgendwie, dass ich mich unwohl fühle bei der ganzen Nummer. Aber ich meine, das Ergebnis ist cool. Es funktioniert offensichtlich. Du hast dir das da so hingebaut, wie du das haben wolltest. Hattest ein schönes Projekt dabei. Vielleicht kannst du da tatsächlich sogar noch ein bisschen auf der Home Assistant-Ebene abfangen, dass du jetzt zum Stoppen und zum Wiederreinfahren unterschiedliche Befehle geben kannst. Also gerade jetzt mit den neuen Sprachassistenten auf Home Assistant-Ebene. Aber es ist schon gut, auf der Terrasse die Sonne genießen zu können im Urlaub und im Zweifel per Sprache zu beenden, wenn es genug Sonne war. Oder sie reinzufahren, wenn du das vergessen hast. Und diese ganzen smarten Funktionen jetzt auch für ein etwas älteres Varema-Modell nachzurüsten, finde ich super. Ich war ja hier in der komfortablen Situation, das mit Varema zusammen machen zu können und auch für eine etwas neuere Markise. Hier das Video, falls sich das jemand anschauen möchte. Joe hat ein smartes Wasserfass. Pumpe einschalten. Was ist denn das für eine Konstruktion? War das eine Mausefalle? Gut. Mit einem Fensterkontakt? Hat er den Fensterkontakt zusammengeschoben? Habe ich das richtig gesehen? Aufgebaut ist es auf einer Schiene mit einem Türsensor. Okay. Das ist ganz fantastisch. Wir sehen hier eine Klemme, wir sehen hier irgendwie dieses gebogene Metall, wir sehen einen Schlitten mit einem Fensterkontakt, der per Wäscheklammer auf eine Einwegpfandflasche geklebt wurde. Das ist, sagen wir mal, zugängliche Technik. Und das war jetzt ein gut einminütiges Video und jede Einsendung bekommt, wie gesagt, einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Wenn ihr auch irgendwas habt, was ihr mir zukommen lassen wollt, ob ihr einfach euer Lehrgut recycelt oder irgendeine komplexe Shortcut, Smart Home, was auch immer Automation gebaut habt, werft die gerne unter zeug.cool/zeigen in das Formular und vielleicht seid ihr in einer der nächsten Folgen auch dabei. Und wenn ihr den Stundenlohn mal ausrechnet, dann ist der für ein einminütiges Video in diesem Fall ganz gut. Michael hat eine smarte Zugangssteuerung für Hasen gebaut. Ich weiß nicht, ob die haben die dann so eine RFID-Karte. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns das mal an. Ich möchte unsere smarte Zugangssteuerung für unsere Hasen vorstellen, mit der über Homematic IP bzw. HomeKit der Zugang zum Freilaufgehege den Hasen ermöglicht wird. Dazu habe ich mir ursprünglich aus dem Fachhandel eine Rückstauklappe besorgt, welche allerdings vom Durchmesser nicht gepasst hatte, sodass ich die Klappenlösung davon demontiert habe und auf das vorhandene Rohr, was wir bereits als Verbindungselement eingebaut hatten, angebaut habe. Die Ansteuerung des handelsüblichen Modellbahnservos, welches die Klappe entsprechend öffnet und schließt,
erfolgt über eine Homatic IP Servokontrollsteuerung, die es ermöglicht, bis zu zwei Servos unabhängig voneinander anzusteuern. Eine lokale Bedienung der Klappe ist durch einen batteriebetriebenen Homatic IP Wandtaster vor Ort möglich, der mit einem Tastendruck die Klappe bewegt. Gegenwärtig wird die Zugangssteuerung mit einer Teilautomation betrieben. Das bedeutet, der Verschluss erfolgt manuell über den Taster von dem oder derjenigen, die am Abend den Stall in Ordnung bringen. Und am Morgen erfolgt zum Sonnenaufgang über eine zeitgesteuerte Routine automatisch das Öffnen der Klappe. Sehr spannend, da haben wir die Tiere aus dem Titel dieses Formats auch direkt abgefrühstückt, also abgehandelt. Ich hoffe, deine Hasen finden nicht raus, wie sie den Schalter da oben drücken und dein ganzes Konzept irgendwie zum Zusammenbrechen bringen können. Das scheint aber bisher ja nicht aufgetreten zu sein. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant. Und ich weiß, dass die Frage, wie lässt man Tiere rein oder raus, ja euch schon länger beschäftigt. Ich habe es in Hühnerstellen gesehen, in Kaninchenstellen. Und ich hatte die Frage auch neulich mit Katzenbesitzern. Da gibt es ja irgendwie diese Katzenklappen mit RFID-Erkennung, welche Katze da gerade rein will. Ich weiß nicht, ob Hasen gechippt werden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin bei Haustieren im Moment noch etwas ungeleckt, unbeleckt, wie auch immer. Apropos Hasen. Hasen schon gesehen, wer das heutige Video sponsert. Ach du Sch... So, das kleine Problem ist, das heutige Video hat überhaupt keinen Sponsor. Ich wollte nur diese fantastische Überleitung nicht verschwenden. Stattdessen möchte ich dich an dieser Stelle einfach auf meinen Newsletter hinweisen, den ich einmal im Monat schreibe, den Spiel und Zeug Insider, wo es so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen gibt, was ich sonst so mache, was mich gerade bewegt, was ich mir an Equipment kaufe und ja, was so Gedanken für die Zukunft sind. Das klingt tiefsinniger als es ist, ist ein bisschen Unfug, ist ein bisschen Therapiesession für mich. Wenn euch das interessiert, dann tragt euch gerne ein, ist kostenlos, ihr könnt jederzeit gehen, wenn es euch nicht mehr interessiert. Schaut doch mal vorbei. Jetzt zurück zu euren Automationen. So, weiter geht's mit Sascha. Der möchte uns pumpenloses Rasensprengen näher bringen. Da bin ich sehr gespannt als jemand, der vielleicht im letzten Jahr die Pumpe ein bisschen... Wir hatten das Thema. Wir haben das Problem, dass unser Rasen so aussieht wie da. Ja, Wüste. Und normalerweise macht man jetzt ja irgendwie da entweder, wie man sagt, macht da einen Schlauch auf den Boden und sprengt. Oder man du lässt jetzt aber nicht einfach deinen Whirlpool da ab, oder? Das wäre ein bisschen, also ein bisschen geschummelt, würde ich sagen. Das einen für Senkregnern. Für die überirdische Sache haben wir das Problem, dass hier unser Jim Wiese lang fährt. Da kann man keine Schläuche hinlegen. Und im ganzen Garten Sachen zu vergraben, auch keinen Bock drauf gehabt. Deswegen habe ich mir eine Reihenschaltung gebastelt. Das geht jetzt so, ein Gardena-Verlegeschlauch einmal im Kreis um das Grundstück rumgeht. Ich mir dann so einzelne kleine Beete angelegt habe. Die an Yves Aqua das Wasser freilässt und dann sind die in Reihe geschaltet. So, da hinten geht das zum Beispiel der eine Sprenger, der läuft immer so 10 Minuten im Wechsel. Also zuerst lief jetzt der da vorne, jetzt läuft für 10 Minuten der und dann müsste der gleich wechseln und ausgehen, dann dürfte der da drüben angehen. Warten wir kurz ab, so, der ist jetzt aus und der da hinten geht an. Jetzt sprengt der Kollege für 10 Minuten. Und danach geht der nächste hier vorne mit an. Und so kann der Tim Wiese ganz entspannt hier fahren. Ich habe ein paar kleine schicke Beete angelegt. Habe kein Problem mit Versenkregnern. Und ich muss das halbe Gebäude nicht hier, den halben Boden nicht irgendwie aufschneiden. Sondern das geht so, ja. Okay, mehrere Dinge. Also das erste, das Zusammenspiel von Tim Wiese und Rasensprengern dieser Art triggern ein Trauma aus meiner Jugend, als wir in der Halbzeitpause im Weserstadion etwas vorführen sollten, das aber nicht mit allen koordiniert war und mittendrin dann damals vor, ich glaube, weiß nicht, 32.000 Leuten oder so, die Sache ins Wasser fiel wegen der Rasensprenger. Aber das ist heute nicht das Thema. Also du hast das offenbar an einen Außenwasserhahn angeschlossen, nehme ich mal an. Und dann mit den Yves Aquas einfach der Reihe nach durchgeschaltet, sodass der Druck der Leitung ausreicht, um den Sprenger zu betreiben. Das ist natürlich ganz interessant. Die Tatsache, dass du sagst, du hast das Aufbuddeln umgangen. Gut, du hast das Verlegerohr ja auch am Rand liegen und nicht eingebuddelt. Gut, du hast es umgangen. Du hast es erfolgreich umgangen. Es ist nicht dem Mähroboter im Weg und du musst es nichts aufbuddeln. Gut. Einverstanden, du hast gewonnen. So, Michael hat eine Beschattungsautomation in OpenHub gebaut. Hallo zusammen, ich möchte euch gerne heute mal meine Beschattungsautomatisierung vorstellen.
Die ganze habe ich in OpenHAB umgesetzt. Und zwar geht es darum, dass unsere Rollos automatisch auf 50% geschlossen werden, wenn die Sonne durch die Fenster scheint und die Temperatur höher ist außen als die Raumsolltemperatur. Das Ganze prüfe ich über Azimut und Elevation. Und zwar schaue ich, ob die Elevation über 0 liegt und somit die Sonne schon aufgegangen ist. Mhm. Und über den Azimut, ob in der jeweiligen Himmelsrichtung die Sonne steht, so dass sie ins Fenster überhaupt hineinscheinen kann, weil sonst ist die Beschattung ja gar nicht notwendig. Das Ganze prüfe ich außen die Temperatur mit einer Homematic-Wetterstation. Ich habe auch eine Hysterese eingebaut, dass die Rollos nicht automatisch die ganze Zeit fahren. Und wenn die Sonnenposition außerhalb des Azimutes gewandert ist, fahren dann auch die Rollos automatisch wieder hoch. Für die Balkontür gibt es dann nochmal einen Sonderfall. Die Balkontür fährt auch auf 50% Beschattungsposition, wenn der Azimut übereinstimmt. Allerdings ist hier ja der Sonderfall, dass man auf dem Balkon auch mal natürlich laufen will, wenn gerade die Beschattung drin ist. Deshalb kann ich mal kurz demonstrieren. Sobald der Griff gedreht wird, fährt automatisch das Rollo nach oben. Und das Ganze funktioniert natürlich auch wieder, wenn man den Griff wieder zurück in die geschlossene Position dreht. Hat natürlich auch den charmanten Vorteil, dass man sich nicht aussperrt, wenn man auf dem Balkon sitzt, da der Griff ja dann automatisch in der geöffneten Position ist. Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Also mit dem Sonnenstand und der Aussperrverriegelung. Also die ganze Thematik mit dem Sonnenstand wirklich an der genauen Position des Hauses mit aufzunehmen, habe ich jetzt neulich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, als der Eve Shutter Switch, der hat in der App eine Funktion, dass man sein Handy an die Fensterfront hält und er durch den Winkel und den Kompass und weiß ich nicht, schwarze Magie so ein bisschen bestimmt, in welche Richtung das Fenster gerichtet ist und dann eben abhängig von solchen Sachen auch die Automation fahren kann. Und ich hatte auch schon mit Kai, der die Elektroplanung für unser neues Haus macht, drüber gesprochen, dass wir vermutlich auch irgendwie sowas in der Art zum Beispiel für die Beschattung im Wohnzimmer machen müssen, weil unser Fernseher dem Fenster zugewandt ist. Das heißt, wenn ich davor sitze, habe ich immer das Fenster im Rücken. Und gerade wenn man dann natürlich irgendwie Präsenzmelder im Wohnzimmer hat, kann man sagen, okay, da ist jemand im Fernsehbereich und passt das hier nach Sonnenstand und Wetterlage und weiß ich nicht was an. Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend, auch das Zusammenspiel mit der Schutzmechanik, dass du auf dem Balkon nicht ausgesperrt wirst, ist natürlich dann auch sehr hilfreich. So, Patrick hat einen Paketkasten mit Nuki Opener öffnen Video geschickt. Hallo Andreas, und zwar wollte ich dir meinen Paketkasten zeigen von DHL damals. Und viele kennen das ja auch, DHL hat ja irgendwann den Service eingestellt, man konnte es nicht mehr mit dem Handy öffnen. Und wenn man die Chips verliert, mittlerweile kriegt man auch keine neuen mehr. Jetzt habe ich den Paketkasten smart umgebaut. Und zwar habe ich das mit Nuki gemacht. Hier vorne ist ein Nuki K-Pad, wo die Zugangscode für DHL, Hermes und die ganzen Paketdienste, wo jeder seinen eigenen Code für hat. Hier habe ich noch einen Griff angebaut. Moment, man kann jedem Paketdienst einen eigenen Code geben? Gut, ich möchte aber nicht, dass die bei uns die Haustür aufmachen. Wenn man dann den PIN eingibt, dann leuchtet hier oben noch eine LED und der Paketkasten öffnet sich. Das Ganze habe ich realisiert über einen normalen Türkontakt, der über 12 Volt läuft. Hier auf der Gegenseite habe ich einfach ein Türschloss angebaut oder ja, mit Schrauben halt. Ein normales Türschloss, wo ich die Falle rausgenommen habe und nur der Kontakt für die andere Falle für das Gegenstück da ist. So, dann habe ich hier oben sitzt nämlich das ganze Stück. Ja, mit einer Hand ein bisschen schwierig. So. Und hier habe ich dann einfach von der Nuki den K-Opener genommen. Habe den K-Opener als Summer verbunden. Und die Öffnung für den Summer, das Plus- und Minuskabel, was den Summer öffnet, habe ich mit einer LED verbunden, die vorne dann hier leuchtet, wenn sobald der Summer geöffnet wird. Das Ganze habe ich dann hier an ein Stromkabel mit einem Netzteil für 12 Volt verbunden
Und so kann man das Gerät auch per Handy steuern. Du scheinst eine sehr große Kanone auf diese Spatzen ausgepackt zu haben. Also wie ein Paketbriefkasten mit Nuki Opener und mit dem Keypad. Ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber auf jeden Fall ist auch da mein Plan, eine Paketbox zu installieren in Zukunft, weil ich doch das ein oder andere Paket bekomme. Wenn ihr Erfahrungen an der Front habt, oder du, dann schreib sie gern unten rein. So, Olaf hat was geschickt. Auch hier geht es um Gartenbewässerung. Schauen wir mal rein, was Olaf anders macht. Alexa, Garten 2 aus. Das ist meine smarte Gartenbewässerung, die mittlerweile seit 2 Jahren ohne Probleme läuft. Den Sprühkopf habe ich in Fusion 360 konstruiert. Aha. Er wird in einem Stück gedruckt. Hast du selbst gedruckt? Oder hast du eine Kamera, die die einzelnen Layer in diesem Fall verschluckt? Oder was ist die YouTube-Kompression? Jetzt haben wir einen handelsüblichen Gardena-Anschluss. In der Mitte steht der Sprühkopf auf einem Alustab, der in der Höhe je nach Pflanzenart variierbar ist. Wie bei jedem Bewässerungssystem kommt es darauf an, wie viel Druck noch am Ende da ist. Das ist bei jeder Frage im Leben, oder? Hier ist es so, dass ich von diesen Sprühköpfen 6 in eine Reihe schalten kann, mit einem Abstand von ca. 2,5 bis 3 Metern. Der Sprühkopf selbst sprüht im Radius von ungefähr 1,50 Meter und in einem Halbkreis. Den Anschluss habe ich so über einen Verteiler realisiert. Von hier aus gehen 4 Stränge ab. Olaf hat auch die Pläne mitgeschickt. Die könnt ihr euch auch über den Link in der Videobeschreibung runterladen. Für 2,50 Euro verkauft er die Bauanleitung und dann könnt ihr euch logischerweise so viel davon drucken, wie ihr braucht. Ja, naja. Und Ersatzteile, wenn irgendwann mal was kaputt geht, kann man einfach neu wieder drucken. Interessant, vielen Dank dafür. Endlich wieder 3D gedruckte Sachen. So, und dann haben wir noch das ultimative Urlaubswerkzeug für Haustierbesitzer, den Futterautomat von David. Für seine Katzen. Das Original, wie es einmal gebaut war. Eine Eieruhr. Eigentlich recht simpel. Hier war einfach nur ein Uhrwerk drin, was man hier bis auf 48 Stunden drehen konnte. Und dann sollte das ganze Teil aufgehen. Problem war, so ganz genau war das nicht einzustellen. Ich habe das manchmal, wenn man es auf 4 Stunden gestellt hat, ging es mal schon nach 3 auf, manchmal auch erst nach 6 Stunden auf. Und ich wusste natürlich auch nicht wirklich, ob es aufgegangen ist, wenn ich nicht zu Hause bin. Und da habe ich mir gedacht, ja, das Ganze machen wir doch einfach mal smart. Das ist die richtige Einstellung. Hier sieht man das gut auf der anderen Seite. Schön im Vergleich. Ein Switchboard, wie heißt der Switchboard-Button-Press-Ding? Eigentlich hat der Futterautomat 2 Fächer und hat auch 2 Einstellmöglichkeiten. Da wir aber 2 Katzen haben, gehen wir... Hat er trotzdem 2. Sollen bei uns immer beide Fächer gleichzeitig aufgehen. Deswegen okay. Habe ich das ganz einfach verbunden, die Deckel. Der Vorteil ist, ich brauche auch nur eine Seite umbauen. Und dann regelt sofort beides. Mhm. Ja, wie habe ich das gemacht? Ihr seht schon, hier habe ich einen Switchbot-Bot verbaut, der quasi die Verriegelung übernimmt und das öffnet, wenn ich das möchte. Zusätzlich habe ich hier einen Kontaktschalter. Der ist verbunden mit einem Akara-Tür- und Fenstersensor. Das habe ich deswegen nochmal zusätzlich gemacht, damit ich auch wirklich eine Nachricht bekomme, wenn es geöffnet worden ist. Kann ja auch mal passieren, dass irgendwas streikt, der Switchboard nicht richtig funktioniert. Dann kann ich das nochmal manuell nachauslösen, wenn es nicht geklappt haben sollte. Ja, wie funktioniert das Ganze? Recht simpel. Futter rein, natürlich. Klappe wird geschlossen. Dann ist der automatisch verriegelt. Und dann gehe ich zu unserem Tablet im Wohnzimmer. Gehe auf unsere Einstellungsseite. Und habe hier den Futterautomat. Kann dann Uhrzeit einstellen, aktuell ist 16 Uhr eingestellt und gehe auf Programmieren. Damit weiß mein Smart Home, um 16 Uhr soll ich die Katzen füttern. Soweit, so einfach. Ja, da es bis 16 Uhr jetzt noch ein paar Stündchen sind, werde ich das Ganze jetzt einfach einmal manuell auslösen, um euch das zu zeigen. Dauert ein paar Sekunden. Zwecks der Bluetooth-Verbindung geht das nicht ganz so schnell, aber ich bekomme sofort eine Nachricht. Die Katzen sind gefüttert. Ich weiß Bescheid, wenn ich unterwegs bin, dass ich mir da keine Sorgen drum machen kann. Okay,
Es ist natürlich, wenn du jetzt zwei Katzen hast und nur zwei Fächer, ist es wahrscheinlich jetzt eher für den Tagestrip als für den Urlaub. Habe ich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt bei der Ankündigung. Aber ich nehme das mal so mit. Ich habe auch keine Katzen, kann das also nicht so genau einschätzen. Aber ich meine, es gibt auch Futterautomaten, die das von Haus aus portionieren, damit man das über mehrere Tage machen kann. Ich weiß nicht, ob es da nur um Trockenfutter geht. Weil hier könntest du ja auch Nassfutter reintun. Also hier kannst du ja alles reintun. Wenn ihr was für eure Haustiere gebaut habt, dann schmeißt es gerne bei zeug.cool/zeigen rein, gerade wenn es auch vielleicht für mehrere Tage ist. Dann können wir das in einer der nächsten Folgen aufrollen. Oder wenn ihr irgendwas völlig anderes gebaut habt, wenn ihr ein Bett habt, das euch morgens rauskippt, wenn der Wecker klingelt. Oder ein Aquarium, das selbst das Wasser wechselt. Was weiß ich denn? Schickt es gerne unter zeug.cool/zeigen. Und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.